1 Million Euro. Die meisten haben sich safe schon mal gefragt, was sie machen würden, wenn sie so viel Geld auf einen Schlag bekommen würden. Egal, ob es jetzt die 15 Fragen sind bei Wer wird Millionär oder die 6 richtigen beim Lotto. Jeder hat sich schon mal gefragt, was würde ich machen, wenn ich auf einen Schlag 1 Million Euro bekommen würde. Und genau das habe ich mehr oder weniger einem von euch, einem meiner Zuschauer ermöglicht. Wie das Ganze passiert ist, erzähle ich euch in diesem Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit der wahrscheinlich verrücktesten Story jemals. Alles fing an vor ein paar Tagen, als Joko und Klaas bei ihrer Show Joko und Klaas vs. ProSieben gewonnen haben und damit eine bestimmte Zeit erspielt haben, die sie im Fernsehen frei zur Verfügung haben. Diese Zeit haben sie genutzt, um eine Schatzsuche zu starten. Und das Ganze war eigentlich ziemlich simpel aufgebaut. Und zwar gab es ganze 7 Rätsel, die auf 7 Tage aufgeteilt waren. Immer 20.15 Uhr gab es ein neues Rätsel und es war meistens ein Video, was 1 bis 3 Minuten lang war und sehr viele Sachen hatte, in die man Dinge reininterpretieren konnte, was es nicht so einfach gemacht hat. Jedes Rätsel hat eine bestimmte Anzahl an Ziffern gegeben für eine Koordinate, die man am Ende zusammenstellen musste. Und an dieser Koordinate war ein Koffer versteckt mit 1 Million Euro. Das Ganze bedeutet, dass wenn selbst eine einzige Zahl von einem einzigen Rätsel falsch ist, kann es bedeuten, dass man 200 Meter daneben liegt und den Koffer nicht finden kann. Alles hat angefangen natürlich mit dem ersten Rätsel, in dem direkt gleich ganze 3 Zahlen gesucht waren. Die Ohrringe sehen aus wie eine 8 oder eine 0. Der Donut ist eine 0. Die Laugenmuschel ist eine 1. So. 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 Oh mein Gott. Das hier ist 0 und das hier ist 1. Deswegen hat er einen Donut oder so ein Bagel und er hat eine Laugenstange. Ja, Bruder, wir müssen das jetzt lösen, Bruder. Komm. Also jedes Mal, wenn Jimmy redet, tragen wir eine 0 ein und jedes Mal, wenn Klaas redet, tragen wir eine 1 ein. Oh, okay, das war's. Ja, wir müssen auf jeden Fall kurz binär zu Dezimal machen, ja. Wollte ich auch kurz sagen. 65. Aber das sind mehrere Zahlen. 65. 112, ASCII-Code, ja, könnte, also, weiß ich nicht. Dass das Buchstaben sind, konvertieren, das ist ein A. Boah, mir macht sowas so unfassbar viel Spaß, Bro. Ich liebe sowas so sehr, ne? Ich würde es auch machen, wenn es nicht um Geld gehen würde. Oh mein Gott, das heißt Apache, oder? Oh mein... Apache 207. Oh mein Gott! Apache 207, Digga, das ist die Zahl. Mit Apache hatten wir nun das erste Rätsel gelöst und wir waren uns ziemlich sicher, dass das auch die richtige Zahl war. Aber wir finden natürlich nicht mit 3 Koordinaten einen Koffer mit 1 Million Euro drin. Deswegen ging es natürlich weiter mit dem zweiten Rätsel. Diesmal waren nur 2 Zahlen gesucht. Das Rätsel beginnt jetzt. Jumruk. Jumruk, was ist Jumruk? Welch tiefes Summen, Faust, okay. Welch heller Ton zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde, verkündigt ihr dumpfen schon des Osterfestes erste Feierstunde. Oh, okay. Das Zitat ist aus Faust und das zensierte Wort war Glocken. Nein, das ist Bruder Jakob. Digga, das war's? Okay, Bruder Jakob. Bruder Jakob und Glocken. Was haben wir Bruder Jakob mal komplett? Bruder Jakob 6, 12, 18. Die Menge vielleicht? Er liest aus dem Buch Faust vor und es werden 2 Ziffern gesucht. Wir brauchen die Seitenanzahl von der Seite, aus der er vorliest. Nee, Bro, nee. Er hat ein Wort weggelassen, das ist Glocken. Und in Dings hier, Bruder Jakob, kommen halt auch Glocken vor. Ich glaube, es geht aber nur, bei Faust geht es nur um die Glocken. Oder es ist vielleicht Bait. Vielleicht ist, Bro, das, vielleicht bauen die auch Baits ein. Vielleicht gibt es sozusagen, vielleicht machen die es mit Absicht, damit Leute genau das denken. Obwohl wir erst beim zweiten Rätsel sind, gab es so unfassbar viele Möglichkeiten, wie man das zweite Rätsel hätte lösen können. Wir haben uns dann am Ende dafür entschieden, die 2 Zahlen zu nehmen, die Joko drückt, an dem Punkt, wo Glocken gesagt wird. Also er spielt diesen Ton und da, wo Glocken im Song kommt, nehmen wir 6, 4.
Das Rätsel am dritten Tag skippen wir, weil es ging wirklich nur um eine einzelne Zahl ganz am Ende, die sehr, sehr wenige Meter ausgemacht hat. Wenn ihr aber die ganzen Rätsel sehen wollt, Freunde, haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Die wurden alle beim Crackspy-Kanal hochgeladen. Dann könnt ihr euch die nochmal komplett angucken. An Tag 4 gab es eine Sache, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Und zwar gab es kein richtiges Rätsel, sondern mehr eine Art Aufruf, dass Leute sich anmelden sollen bei der DKMS. Falls ihr die DKMS nicht kennt, ist eine unfassbar gute Hilfsorganisation gegen Blutkrebs, die sich dafür einsetzen, dass wenn jemand Blutkrebs hat und eine Spende braucht, dass der passende Spender dazu gefunden werden kann. Das heißt, je mehr Leute sich da anmelden, desto einfacher ist es, einen Match zu finden und desto einfacher ist es, jemanden zu heilen, der Blutkrebs hat. Das Ganze ist unfassbar einfach, sich da anzumelden. Ich habe euch den Link auch hier nochmal reingepackt und würde euch wirklich bitten, euch da anzumelden. Das ist wirklich super leicht. Mein Paket kommt auch demnächst an, dann machen wir es im Stream zusammen. Da müsst ihr nur so einen Abstrich nehmen von eurem Speichel und dann seid ihr good to go, schickt wieder zurück und boom, ihr seid angemeldet. Und wenn ihr dann irgendwann der Match seid von einer Person, kriegt ihr eine E-Mail, ihr bekommt alle Anfahrtskosten gezahlt und so weiter. Ist eine wirklich sehr gute Sache, bitte meldet euch da an, es ist in der Beschreibung verlinkt, checkt das aus. Und weil sich so viele Leute durch den Aufruf angemeldet haben bei der DKMS, ich glaube in den ersten zwei Tagen über 30.000, haben uns Joko und Blas die drei Ziffern vom Koffercode geschenkt. Das heißt, man musste sich jetzt also wirklich nur noch darum kümmern, wo genau ist der Koffer? Rätsel, das Gedicht. Gesucht ist eine Ziffer. Nur eine Zahl ist wesentlich. Sie ward bereits versteckt genannt. Am sechsten Tag der Woche sucht der Suchende mit Aug, nicht Hand. Ein Stern besondere Worte spricht. Man muss allein die richtigen finden. Und wenn ein Lichtlein kurz erlischt, zur Lösung sie verbinden. Was? Digga, ich hab null zugehört, Bro. Das war so wie so Französischunterricht gerade, Bro, Alter. Am sechsten Tag der Woche, also am Samstag, ist das hier von Sonntag? Ja, ne? Das heißt, wir müssen zurück ins letzte Video. Oh, Stella ist der Stern. Oh mein Gott, ja. Das ist big. 1 Million Euro. Eins. Sondern um mein Leben. Oh ja, das war schon sehr obvious. Das war schon sehr, sehr obvious Ding. Schon nach 6 Tagen konnte ein... Oh. 6 Tagen? Die meisten Leute haben bei einer Stammzellspende im Kopf, das ist ums Rücken. Im Kopf. Ich glaube, im Kopf ist einfach das, was dann gesagt wird. Im Kopf. Und fragen Sie sich vielleicht, was mit dem heutigen Rätsel ist. Ob hier irgendwo eine Zahl stand und was... Ob hier irgendwo eine Zahl stand. Oh, vielleicht Kopf stand. Das eine 6... Im Kopfstand bedeutet mäßig. Ja, dann wär's die 9, right? Dann wär's die 9. Und damit bleibt uns nur noch ein einziges Rätsel, was wir in Ruhe lösen können, weil danach beginnt das Rennen um die Zeit. Also fangen wir an mit Rätsel Nummer 6, wo dieses Mal 2 Zahlen gesucht waren. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu den RGB-Nachrichten. Am Berliner Hauptbahnhof wurde eine Klaas-Häufer-Umlauf-Statue enthüllt. Ein Bildnis gar von einem Manne mit riesigem roten Herzen. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich nicht nehmen, per Pressemitteilung zu gratulieren. Ihre Glückwünsche nutzte sie außerdem für eine kryptische Botschaft an die gesamte Nation. Der genaue Wortlaut 2262 und 5025. Insider vermuten, sie sei wohl etwas blau gewesen. Nun folgt für sie Achsenzeichen XY gelöst. Oh. Dass wir das Bild uns runterladen sollen. Und dann an den Koordinaten auf dem Bild. Oh mein Gott, warte mal. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht hier so eine Art Koordinate ist. Ich weiß nicht, wie groß ist denn das Bild? Oh mein Gott, das könnte sein, Bro. Oh mein Gott, das könnte Real Talk sein. Wenn das dann auch noch blau ist. 25. Oh mein Gott, hier ist auch ein Herz. Bro. Oh mein Gott, das kann kein Zufall sein. Die meinen das. Okay, dann ist es 61. Und damit sind wir auch schon beim allerletzten Rätsel angekommen. Wenn wir jetzt jede Zahl, jedes Rätsel richtig haben, alle Sachen in der Koordinate richtig eingetragen haben, haben wir die Möglichkeit, den Schatz zu finden. Und dieses Mal wurden 5 Ziffern gesucht und ich dachte, als ich das Bild gesehen habe, es ist unlösbar so schnell. Und meine Community hat das komplett durchgecarried. Und bevor die Animation zu Ende war, hatten schon innerhalb von 5 Sekunden mein ganzer Chat die Lösung ready. Also im Endeffekt ist es einfach so ein optischer Trick gewesen, den kennt man vielleicht von TikTok oder Instagram, wo man sein Handy so ein bisschen biegen muss und dann erkennt man, dass da 5 Zahlen standen, die genau die 5 Zahlen waren, die wir eintragen mussten. Okay, wo ist das? Nein, das ist in Sachsen, Bro! Oh mein Gott, es ist wirklich im Osten, Bro, wie wir predicted haben. Oh mein Gott, einer muss da hin, Bro. Ey, wirklich, wohnt da irgendwer? Ab hin da. Wir waren zu dem Zeitpunkt ungefähr so 40.000 Zuschauer im Chat. Das heißt,
Es sind schon viele Leute, aber es ist jetzt nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand wirklich genau da wohnt, wo der Koffer ist. Also der war irgendwo in Sachsen in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Es war super, super random, wenn da jetzt einer von diesen 40.000 Leuten wohnt. Und wir wussten nicht mal zu 100%, ob diese Koordinaten überhaupt stimmen. Es hätte auch wo ganz anders sein können, wenn wir auch nur ein einziges Rätsel falsch gemacht haben. Falls das so ist, hätte ich wahrscheinlich ein Dutzend Zuschauer irgendwo in die Pampa geschickt und die wären irgendwo angekommen, wo gar nichts gewesen wäre. Und was soll ich sagen, Freunde? Es hat nicht mal 20 Minuten gedauert und wir haben unsere Antwort bekommen. Koffer wurde gefunden? Oh mein Gott! Herzlich willkommen! Ganz entspannt. Wie heißt du? Sag Papa Platte! Tobias, bist du über 18? Ja. Hast du die richtige Kombination? Nein! Ich hoffe. Du hoffst? Seid ihr zusammen hier? Nee, du bist der, bitte! Sag Papa Platte! Digga, wenn der jetzt verkackt, Bro. 282, Bruder. 282, bitte! Drei Versuche, alles gut. Alter, oh mein Gott! Bro, das ist krank! Völlig auf geht's. Boah, komm, ich zitter. Digga, wenn du das Bloody Man. Du hast Licht, hast du, siehst du alles. Nee, ja. Nee, warte. Ja, auch wenn sich das eine Redaktion ausgedacht hat, Joko und Klaas, so cool, Mann. So. Ich würde die sehr gerne mal kennenlernen. Warte. Hast du's? Oh mein Gott, bitte da? Bloß nicht. Bitte bloß nicht. Okay. Erster Versuch. Wenn das richtig ist. Oh mein Gott. Die Million. Scheiße. Was ist deine Lösung? 262. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist falsch! Oh mein Gott! Niemals! Zweiter Versuch? Digga, no geht's fucking auf? Way! No fucking way! Ganz entspannt. Tobias, alles gut, ich bin bei dir. Es ist alles gut. Digga, no way! Okay? Alles okay? No! Gib mir nicht aus dem Latschen. Ist der zweite Versuch? Es ist alles noch möglich. Du hast danach noch einen Versuch. Niemals! Digga, imagine! Bro! Oh mein Gott! Der springt nicht automatisch auf. Du musst. Ich muss ihn drücken. Du musst ziehen. Aber das hast du eben gemacht. Zieh. Nee, hab ich nicht. Ich hab ihn getrunken. Oh, Alter! Oh mein das Gott! Ist deine Million! Oh mein Gott! Yeah! Und jetzt mit der Konfettikanone ins Auge, Digga. Er ist so blind. Digga, ich seh nichts mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Let's go! Das ist alles, was ich wollte! Ich fühle mich, als hätte ich die Million gewonnen! Let's go! Bro, ich hab das aus Joke gesagt, als ob das wirklich einer macht! Zu deiner Beruhigung? Bro, was? Das ist kein echtes Geld. Warst du gerade eben? Bro, what the fuck? Wo bist du hier hingekommen? Du hast die Sendung gesehen? Ich hab die Sendung gesehen. Und Digga, das ist ein Zuschauer einfach! Und dann hat er gesagt? Er hat die Koordinaten gehabt, denn ich hab sofort in Google Maps eingegeben und bin hergekommen. Ich wohne hier. 10 Kilometer. Ne, nimm mal 10 Minuten. So. Ungefähr. Bro, what the fuck? Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Berlin. Ja? Ja. Wunderbar. Mit den allerbesten Grüßen an Restdeutschland. Das ist Tobias, ein frisch gebackener Millionär. Und heute Abend sind wir bei Late Night Berlin zusammen. Und wir freuen uns sehr. Wirklich sehr freuen, wenn Sie einschalten. Digga, einfach irgendeiner aus der Community ist jetzt einfach Millionär, Bro. Der Stream hier hat einen zum Millionär gemacht. Naja. Naja, zwei. Aber ja. Irgendeine unbekannte Nummer ruft mich an. Ich habe das Gefühl, es ist einer von euch. Warte mal, kann ich dich laut machen? Hey, hier ist Klaas. Bro, what the fuck? Was geht ab? Ja, naja, ich gucke mir deine Streams an seit neuestem. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du heute noch zu mir in die Show kommst. Ich bin leider in Köln gerade. Bist in Köln? Und ja. Du hast jetzt nicht, du hast keine Hubschrauber, nichts zur Verfügung. Nee, leider, ich weiß, es ist peinlich, aber ich... wir haben auch keinen. Außerdem ist es sehr starker Wind, geht eh nicht. Es ist, können wir dich denn später per Skype dann dazu schreiben? Ja, das würden wir hinbekommen, ja. Ja, wir regeln das mal. Ich will dir mal sagen, ich bin sehr großer Fan von deinen Streams, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe stundenlang da drin gehangen und mitgeguckt. Ich habe das Gefühl, das ist gelogen. Nee, ist überhaupt nicht gelogen. Es ist gar nicht gelogen. Ich bin komplett flach gefallen. Geil. Ja, dann schreibt einfach bei WhatsApp oder so, dann klären wir den Rest. Ja, wir regeln das, genau. Das fände ich sehr schön. Du hast heute, glaube ich, einen Menschen sehr, sehr krank. Also so irgendwie so halb zwölf oder so. Wir schreiben den, ja? Easy, machen wir so. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Was? Was? Bro, hä? What the fuck, Bro? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Klaas actually meine Streams geguckt hat.
CM dann. Digga, warte mal her. Ja. Ey, Marshall, kannst du ein Hemd bügeln? Dankeschön. Marshall meinte, ich soll mit der hier abholen im Skype-Call. Moin, schönen guten Tag. Ja, ich hab tatsächlich jemandem dazu geholfen, Millionär zu werden. Bro, imagine, Digga. Quatsch mit Basti, der fühlt so mit. Hallo? Hi, Bro. Was sag ich denn da jetzt gleich im Fernsehen, Digga? Da bist du reingeraten, da musst du die Suppe musst du auslöffeln. Digga, jetzt muss ich dir da irgendwas erklären, wie ich diese Rätsel da gelöst habe, oder was? Kevin, einfach confident. Wann geht's los? Wie lange hast du noch Zeit? Eine Stunde, roundabout. Kevin, du bist ein Star. Du bist eine Stufe, du bist aus Craftech rausgewachsen. Jeder du bist Mensch, aus Craftech rausgewachsen. Zu sein. Was zum Fick, Digga, das macht gar keinen Sinn. Du bist aufgestiegen in der Liga. Sollen wir deinen Text durchsprechen? Ja, können wir machen. So, und live zugeschaltet aus Köln ist Kevin Teller. Yo, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Nee, das müssen wir, das nee, ist schon nee, direkt scheiße. Nee, sag was anderes. Oh, okay, was soll ich sagen? Oh mein Gott. Du bist ja nicht der Host, du bist ja jetzt nicht auf Ach einmal so, die Mädchen, ja. Du kannst ja nicht willkommen sagen. Ich bekomme gerade aufs Ohr, wir bekommen gerade in die Live-Schalte aus Köln derjenige, der das Ganze erst möglich gemacht hat, einen Zuschauer zum Millionär geschaffen. Kevin Teller aus Köln! Kevin, du bist jetzt live. Kevin, du bist jetzt live von der Sag was, Kevin. Lass ihn, er muss üben. Hallo, herzlich willkommen. Freue mich sehr, hier zu sein. Schönen guten Tag. Du hast es wieder gesagt. Was denn? Hab dich abgeschalten, war scheiße. Wieder herzlich willkommen. Sag doch nicht herzlich willkommen. Was soll ich sagen? Ja, hallo. Hier ist der Kuhfitter Scheiß. Ich sag hallo. Einfach lässig. Hallo, Klaas Häufer Umlauf hier. Einfach deine Fresse. So, jetzt nochmal. Einfach ein lockeres Hallo, du bist ein cooler Internet-Streamer. Mach nochmal eine Kurzversion. Kevin Teller live aus Köln. Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Hallo. Das klingt so, als wenn du halt Daily dort wärst. Was sagt man denn sowas? Also, du selber, Kevin, was nicht an der Million interessiert? Das ist ja super spendabel. Tatsächlich habe ich schon genug. Ja, Kevin, ich sag dir echt, du bist ein spontaner, chilliger Typ. Du quatschst da ein bisschen und dann wird das schon. Oder solange ich nicht irgendwas von Young Chill Dude sage, ist alles gut, wa? Okay, dann starte ich mal Skype, wa? Ist das kacke, Digga, über Skype, Junge. German Mr. Beast, Digga. Ey, Leute, ich muss da kurz rangehen, glaube ich. Ey, Moment. Ja, bitte? Ja? Ja? So, ich glaube, Papa Platte Meister, ist jetzt schon live bei Skype, habe ich gehört. Und er hört schon, was wir hier labern. Hallo. Ey, Papa Platte. Hallo. Na? Moin. Bin ich schon da bei dir? Top. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich jetzt gerade im Warm-up mehr Zuschauer als später in der Sendung. Kann sein. Das kann wohl sein. Kannst du sehen? Ja, klar kannst du das sehen. Wie viele Leute gucken da gerade bei dir zu? 70. Also 1000. Ach so, ja. Classic. Ja, nachher kommt noch Tom. Welcher? Cruise. Herrlich. Normalerweise erzähle ich immer irgendwelchen Scheiß hier, bevor die Sendung losgeht, damit die Leute am Ende das Gefühl haben, das Ticket hat sich gelohnt. Ja? Das ist ja mit der Sendung immer so ein bisschen Glückssache, ne? Ja, verstehe ich, ja. Aber im Stand im Vorjahr erzähle ich halt immer irgendwas. Nebenan ist hier, wir haben neue Studionachbarn. Wir haben Naked Attraction, kennst du die? Die Sendung ist aber kacke, Mann. Nein, das darf man so nicht sagen. Guck mal, wenn man eine Sendung scheiße findet, dann muss man sagen, das ist ganz toll. Weißt du? Schau mal nur, wie man guckt. Wie man nur guckt. Das ist ganz schön, das ist eine ganz romantische Sendung. Da kann man Leute zum Heiraten teilweise finden, ja? Also wenn man, wie soll man wissen, ob jemand der Partner fürs Leben ist, wenn man nicht einmal unter die Vorhaut geguckt hat? Ich finde, das ist eine romantische Sendung. Ihr könnt mich wieder wegmachen, ne? Also. Leute, ich. Mann, Digga, das ist so random. Das ist so dumm. Check das gerade. Digga, fucking Tobi saß gerade Turbo Stone in seiner verfickten Butze und hat mein Stream geguckt. Jetzt ist er da in der Show. Oder das macht gar keinen Sinn. Da ist er. Lil Bro ist Turbo Lash. Digga, er ist so Lash. What the fuck? Tobias ist noch ein bisschen platt, glaube ich, ne? Ja. Boss. Er weiß gar nicht, was er gleich erzählen soll, Brad. Kein Rätsel gelöst, Digga.
Ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ey, dann, ja, alles klar, ihr kommt dann sofort rein. Tobias, ich habe Champagner für uns, ja? Komm mal schön hierher, es gibt Champagner, dann wachst du wieder auf. Auf den Schreck trinken wir gleich ein, ne? Ja. Also, meine Damen und Herren, Sie sind da. Hier sind Joko und Tobi. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo. Digga, krank. Ja, Bro, er gibt mir so krasse Summit-Vibes, Mann. Heute, als du... Oh mein Gott, jetzt erzählt er den. Oh mein Gott. Den Computer oder mit was auch immer, was für einem Gerät du praktisch teilgenommen hast an dieser Schatzsuche. Was hast du da gedacht, wie der Abend noch so weitergeht? Was war denn dein Plan für heute so? Plan? Ja? Ja, eigentlich keine Million gewinnen. Der Plan war nicht, eine Million zu gewinnen. Jetzt ist dieser Plan also nun katastrophal schiefgelaufen. Ja. Denn du hast eine Million gewonnen. Hasse das. Also ich glaube, viele Eltern, ne, die kommen ab und zu mal so ins Zimmer der Kinder, ob sie jetzt schon in deinem Alter, ich meine, du bist 33, so. Aber ich glaube, selbst bei vielen auch noch jüngeren Kindern, die dann zu Hause sitzen, ja, dann läuft irgendwie so ein Twitch-Stream oder so, läuft im Hintergrund und die sagen, komm, jetzt mach das mal aus, jetzt tu das für die Schule und so weiter. Ja, wie soll jetzt, denn das deine Zukunft sichern, wenn du jetzt nur das die ganze Zeit guckst? Bei dir hat das gut geklappt? Ich denke. Ja, es hat dich abgesichert in gewisser Weise. Denn du hast den Stream geguckt von Papa Platte. Und wir haben jetzt ganz kurz Papa Platte direkt bei uns, denn wir haben ihn zugeschaltet. Hallo. Denn ohne, dass das irgendwie der Plan war, war er ein elementarer Bestandteil dieser Schatzsuche. Kevin, hörst du uns? Ich höre dich schon, ja. Moin, moin. Moin, moin, ja. Moin. So, du warst nun relativ schnell, warst du integraler Bestandteil. Unglaublich, wie sehr ihr mit den ganzen Tools, die ihr dann auch eingesetzt habt, wie schnell das alles ging, oh, wie so Schwarmintelligenz, die Weisheit der vielen da zusammenkam und du das dann aber auch ganz gut orchestriert hast. Waren das schwere Rätsel oder nicht? Also sag mal aus deiner Perspektive, weil wenn man dir so zugeguckt hat, hat man das Gefühl, die waren zu leicht. Das Ding ist halt, man darf halt nicht vergessen, wir sind halt da irgendwie dann irgendwie 20.000 Leute oder so und dann hat halt irgendwer hat halt immer die richtige Idee, glaube ich. So gesehen war das dann schon eher leicht, ja. Es gab halt manchmal auch mehrere Optionen und wir dachten halt auch oft, ist es vielleicht gerade zu leicht. Das war halt auch das Ding. Weil es geht am Ende des Tages ja um eine Million so. Und wir dachten auch so, dass ihr denkt, so leicht kann das ja gar nicht sein. Ja, genau. Okay. Aber geil, dass es einen Zuschauer von mir geholt hat. Wir haben uns so gefreut, übelst geil. Ich meine die ganze Zeit so, oh, wenn einer von euch das holt, dann sagt irgendwas mit, yo, liebe Grüße an Papa Platte oder so. Und übelst geil. Ja, das war aber auch, nur ganz kurz, ich fand den Moment so absurd, weil wir waren in diesem Van, ja, und er hatte Probleme, die Nummer da richtig einzugeben. Und das war ja dann schon mal irgendwie so ein krasser Moment. Und dann aber das Erste, als er gecheckt hat, dass er gewonnen hat, danke, Papa Platte! Und das war sofort da! Boss, wirklich Boss. Legende. Aber ey, eine Sache möchte ich noch mal kurz herausheben, weil ich das wirklich besonders und auch sehr erwähnenswert finde. Du hast ja, ohne dass das irgendwer gewollt hat oder irgendwie, wir haben ja keinen Kontakt gehabt, wir haben es ja jetzt erst heute kennengelernt. Du hast noch eine eigene Spendenaktion gemacht. Kannst du da mal ganz kurz was zu erzählen? Wofür war das und wie viel kam da zusammen? Ja, ein guter Kollege von mir, Veni, der ist Auch-Streamer, der hat mich eingeladen. Der macht jedes Jahr immer so einen Monat, wo der Geld sammelt für die Make-A-Wish Foundation. Und wir haben heute mit der Community zusammen 70.000 Euro gesammelt. Boah, und, mega. Unfassbar viele Wünsche erfüllt, richtig geil. Also, ich muss dir wirklich sagen, wir haben uns heute kennengelernt und es sind Welten, die sich nicht so easy mal miteinander verbinden. Umso schöner finde ich, wenn es irgendwie dann doch mal passiert und so. Und ich hoffe, das hält sich jetzt irgendwie, weil ich fand es auch cool, du hast natürlich, ein Teil war auch die ganze Aktion mit der DKMS. Du hast selber dich registriert, du hast deine Zuschauer und Zuschauerinnen aufgefordert, das auch eben zu tun. Du hattest die Gelegenheit, dir das anzuschauen, bist losgefahren, hast die Tür da aufgerissen, den Koffer geöffnet, hast eine Million Euro. Irgendwie, also das war mal wirklich eine Win-Win-Aktion, ey. Und ja, dafür alles. Vielen, vielen herzlichen Dank, ey. Danke, dass du noch mit dabei warst. Ja, bis bald mal. Danke. Ciao, ciao, hab ich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich hab dich gejoked, let's go! Let's go, ladies and gentlemen! Wir haben dich gejoked! Ey, süß, dass sie das Charity-Ding angesprochen haben. Sehr, sehr fresh. Jo, perfekt, danke. Jo, danke fürs Tschüss sagen. Digga. Ja, am Ende möchte ich einfach nochmal sagen, vielen Dank für alles. Alles, was passiert ist dieses Jahr. Unfassbar krass. Ich kann es gar nicht mehr alles zusammenfassen. Es ist absolut verrückt. Vielen Dank an Joko und Klaas für diese unfassbar coole Zeit und dieses unfassbar coole Rätsel. Tobias, falls du das hier siehst, herzlichen Glückwunsch. Wir würden dich sehr gerne im Podcast haben. Meld dich bei uns. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Ciao.